Hallo ihr Lieben, den kleinen Clip vorher habt ihr ja schon gesehen, was euch heute erwartet, nämlich eine Menge. Ich werde BB-Creams und Foundations und Concealer und so ausprobieren. Concealer habe ich nur noch einen, weil einen habe ich schon weggetan, der war von L'Oreal. Da muss ich mich korrigieren, L'Oreal gehört zu Nestle und nicht zu Bayer, habe ich damals gesagt. Nein, zu Nestle und deswegen benutze ich die Produkte nicht mehr. Ihr seht, ich habe Nuschte drauf und bitte nicht auf meine Fingernägel achten, weil ich im Moment total viel male und bin immer voll gesaut und muss richtig mit einer Bürste die Farbe runterschrubben. Und ich habe keine Lust, jeden Tag meine Nägel neu zu machen, weil die sehen nach einmal malen so aus. Achten wir nicht drauf, nur das Eis sowieso anders als sonst. Die ganzen Dinge, die ich hier liege, habe ich mehr oder weniger gekauft. Das heißt, ich habe sie wieder von einer Instagramerin, die sie einmal getestet hat oder sofort gesehen hat, dass die Farbe nicht passt. Die habe ich bestellt. Das ist also sehr nachhaltig. Das finde ich sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Und so habe ich die Möglichkeit, gleich die ganzen Drogerieprodukte zu testen, ohne dass ich shoppen war. Ich probiere alle mit dem gleichen Primer von Benecost. Das ist Naturkosmetik. Das ist ein neutraler Primer, der macht nicht besonders viel Glanz. Der macht einfach nur ein bisschen Feuchtigkeit und bereitet die Haut gut vor. Und zum Schluss übersprühe ich auch diese Tests mit einem Fixing Spray Shake Fix Glow von Catrice. Das hat sie mir freundlicherweise als Geschenk dabei gelegt. Ist schon ein bisschen aufgebraucht, aber ist egal. Und so haben wir jetzt für alles die gleichen Voraussetzungen. Lava, lava, rababa, rababa. Ich habe in einem der Videos, die noch kommen, weil ich ziehe dieses Video jetzt vor, gesagt, ich werde hier, ne, guckst du, eine Videofrage einblenden. Und warum ich das tue, erzähle ich in einem anderen Video. Ihr seht, hier ist schon wieder alles durcheinander, aber so ist das eben, ne? Ich hatte jetzt Lust auf dieses Video, weil die nächsten sind halt Lidschatten-Video und wir hatten erst Lidschatten. Da dachte ich, oh, machst du mal Buschenabwechslung und machst mal was anderes. So, das war das. Ich habe die Pretty Natural von Essence. Das soll ein 24 Stunden, ich muss die Brille aufsetzen, sonst erzähle ich euch was Falsches. 24 Stunden Long Lasting Hydration mit Hyaluron und Aloe Vera. Und das ist eine richtige Foundation. Ich bin hier zurzeit nicht so der Foundation-Benutzer, weil ich mag ja mehr so BB-Creams. Aber die werden wir testen. Die nehmen wir genau unter die Lupe. Und folgendes auch von Rival. The Loop Make-up Hyaluron spendet Feuchtigkeit, kaschiert Falten und Linien. Das ist dieses Produkt. Vielleicht habt ihr das in anderen Videos schon gesehen. Die wird im Moment ziemlich gehypt. Ich hoffe, das ist auch diese, weil Mutter ist Marianne ja auch nicht informiert. Ne, aber egal. Die probieren wir es auch, eine Foundation. Dazu habe ich auch den Concealer. Das heißt, diese beiden Produkte testen wir natürlich zusammen. Versteht sich von selbst. Und dann habe ich noch eine Foundation. Das sind alles Foundations. Guck an. Max Factor Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Das ist dieses Stück. Das ist Hydrate, Protect, Renew, Coconut Milk, Pre-Probiotic Complex mit SPF 20. Und auch die probieren wir. Die Farben sage ich euch dann, wenn sie dran sind. Und ich habe noch von Catrice, vielleicht sollte ich das, nö, kann ich ruhig so zusammen testen. Den habt ihr auch schon öfter gesehen. Instant Awake Concealer. Der soll unterm Auge wach machen. Den testen wir auch. Also ihr seht, wir haben eine Menge vor. Und darum fangen wir jetzt an. Ich habe mir übrigens für jede einzelne Foundation sauberen Pinsel geholt. Weil ich wollte die Voraussetzungen fair gestalten. Benutze diesmal nicht meinen Lieblings-Allzeit-bereuten Pinsel, sondern drei verschieden frisch gewaschen. Sehen zwar nicht fresh aus, sind aber fresh. Beginnen wir doch als erstes mal mit der Essence Pretty Natural. Schau mal, welche Farbe ich habe. 030. Neutral Ivory. Könnte passen. Also wir gucken jetzt nicht auf die Farbe, ne? Schon klar, weil ich weiß nicht, welchen Hauttyp die Lady von Instagram hat, welchen Unterton. Ich probiere das einfach so. Also wir gucken nicht auf die Farbe, sondern auf das
Ergebnis und ich habe euch auch meinen ganzen Ticken heller gestellt. Also wie das hier aussehe, bin ich nicht. Aber dann könnt ihr wenigstens was sehen. Jetzt aber erstmal Primer ins Gesicht. Wie gesagt, dann nehmen wir immer den gleichen. Wir wollen ja Bedingungen schaffen, die real und fair sind, nicht wahr? Dieser Primer ist wirklich feuchtigkeitsspendend. Der ist mehr wie, es ist keine Creme, es ist eine Mischung aus Creme und Gel, würde ich fast sagen. Aber er macht lau. Ich werde euch die Produkte unten verlinken und diesmal denke ich auch dran, versprochen. Übrigens noch zu der Videofrage, was ihr am meisten im Moment vermisst. Also ich sag's ehrlich, ich vermisse meine Friseurin am meisten. Es ist so blöd mit einer Kurzhaarfrisur, die du alle 6 Wochen schneiden lassen musst. Und dann musst du solche Sachen machen. Pony kann ich mir selber schneiden, aber den Rest kriege ich nicht hin. Also sieht Mutter am Buschen desolat aus. Egal, ne? So, Pretty Natural. Ich werde euch auch ein bisschen näher ranholen. Da kenne ich ja jetzt mittlerweile nichts, ne? Moment, ich zoome mal. So sieht das aus und ich habe auch pünktlich, kennt ihr das übrigens auch, wenn ihr aus den Wechseljahren raus seid? Also ich bin ja raus. Aber immer zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Periode bekommen habe, kriege ich immer noch einen Pickel. Das ist, als wenn mein Körper so eine Memory-Funktion hat. Da ist er. Aber nicht schlecht, können wir dann auch gleich mal die Concealer ausprobieren. So, ich nehme mir was von der Foundation. Ups, schon wieder das Licht ausgefallen. Ich hasse mein Ringlicht, aber pssst, nicht weiter sagen, hinterher fällt es noch öfter aus. Da ich die Foundation nicht so lange auf der Hand lassen konnte, während ich mit meinem Ringlicht diskutiert habe, habe ich das mal auf diese Dose gemacht. Schaut, da könnt ihr auch schon mal die Farbe sehen. Jetzt blendet natürlich alles, aber so und die Konsistenz. Und von diesem Döschen aus nehme ich jetzt praktisch das Produkt auf. Ich mache immer nur eine Hälfte meines Gesichts, damit wir auch sehen, was passiert. Na, es ist ungewohnt mit diesem Pinsel. Guckt euch mal an, wie streifig der macht. Und darum werde ich das Ganze jetzt mit den Fingern auftragen. Das ist mir zu blöd. Auch ein bisschen viel. Also, diese Foundation ist im Auftrag ziemlich fest. Sehr cremig. Mit dem Pinsel war sie jetzt nicht gut zu verteilen. Sie riecht nach nichts. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Und sie deckt gut ab. Also für mich, die ja nur BB-Cream nutzt, ist das mittel- bis stark deckend. Ehrlich jetzt. Könnt ihr das sehen? Abgesehen jetzt von der Farbe, bitte da nicht drauf achten, Ladies, weil. Ne, aber guckt mal. Gleich hole ich euch näher ran, aber ich muss erstmal von meinem die Foundation entfernen. Ich glaube, das Video wird wieder länger, weil wir machen hier alles in Echtzeit. Hier gibt es keine Schnitte mit Zack, Bumm und so sehe ich dann aus, nichts da. Hier wird in Echtzeit gedreht. So, ich zoome euch rein, Ladies, nicht schwindelig werden, passt up. Vorher. Ihr seht, hier habe ich auch diese Rötung von den geplatzten Adern. Und nachher. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, das Ergebnis ist nicht schlecht. Ich schaue mir das mit Brille an. Ups. Also die musste auf jeden Fall gut verteilen, weil sonst siehst du sofort, wo du irgendwas vergessen hast. Also, wie gesagt, ich bin BB-Cream-Trägerin und natürlich merke ich sofort, dass ich was anderes auf der Haut habe, und zwar eine Foundation.
Ich gucke mal in meinen Vergrößerungsspiegel, weil der ist 30-fach. Sie setzt sich nicht in den Poren ab. Minimal in den Falten. Aber das tut, glaube ich, jedes Produkt, was man auf die Haut aufträgt. Und mit 30-facher Vergrößerung ist schon brutal, ne? Aber insgesamt würde ich sagen, sitzt gut an der Nase, hat auch die Augenschatten gut abgedeckt. Also da bräuchte ich vielleicht keinen Concealer, weil ihr wisst, je weniger Produkt man auf der Haut hat, desto besser sieht es aus. Hier oben am Auge hat sie sich ganz schön abgesetzt in den Falten. Ich weiß nicht, ob das zu verhindern ist, wenn man die gleich pudert. Aber man kann das ja auch so ein bisschen noch korrigieren. Die Brille hat sofort einen Abdruck hinterlassen. Heute sind wir aber auch echt streng, ne? Insgesamt ist das Hautbild aber schön und ausgeglichen. Und die Farbe passt auch. So sieht das aus. Ich werde das jetzt nicht pudern, weil ich weiß, dass es mir dann ein bisschen zu trocken wird. Hier nochmal die Konsistenz. Das wische ich jetzt auch ab, damit die nächste da drauf kommt. So, jetzt konntet ihr euch schon mal überzeugen. Das ist die. Finde ich ganz gut soweit. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Ich schmink das mal weg und dann komme ich wieder. Übrigens entferne ich mir das zwischendrin, was ich aufgetragen habe mit meinem Rosenwasser, weil das strapaziert meine Haut nicht so, als würde ich jetzt komplett mich gründlich abschminken. Aber ihr seht, die Haut ist nicht gereizt, die ist nicht rot und wieder bereit zum nächsten Test. Hier ist das restliche Produkt. Fühlt sich fresh an und dann geht es jetzt weiter. Die will ich mal wieder verstauen. Ich würde sagen, als nächstes wenden wir uns Rival de Loop zu, weil die verspricht ja viel. Mal sehen, ob sie es halten kann. Hier ist nochmal das Produkt. Ich hole euch wieder näher ran und dann sehen wir. Ich mache es jetzt gleich mit den Fingern. Ich packe euch das erstmal wieder auf die Box. Kommt mit so einer Pipette. Ist flüssiger als die von Essence. So sieht sie aus. Und jetzt tragen wir die einfach mal auf. Seht ihr dies? Ganz schön flüssig. Däubchen für Däubchen. Macht aber nichts. Weil ich denke immer, was flüssiger ist, ist auch leichter. Farbe, guter Match. Naja, ich habe ja mehr so einen rosigen Unterton in meiner Gesichtshaut. Und oftmals sind mir Foundations auch zu hell. Nicht zu hell, zu gelb. Quatsch, schon wieder Mist. Fühlt sich sehr angenehm, sehr, sehr leicht an. Auch wieder mehr wie eine Hautpflege. Also hat nicht den typischen Foundation Touch für mich. Ich gehe mal auf mein Kinn, weil da habe ich ja viele Vernarbungen. Und da kann ich immer gut gucken, ob das irgendwo hinrutscht. So von nahen, ohne, mit. Jetzt habe ich das nochmal von weiter. Finger. Also genitsche Kram hier. Junge. Sauber machen. Guckt mal, das habe ich alles noch über. Also das ist sehr. Außer ganz wenig nur von der. Also hier nicht so viel, wie die Mutter genutzt hat. Und jetzt juckt mir die Nase. Hier ist heute wieder was los. Mei. So. Wollen wir mal schauen, ne? Ich brille. Jo, da guckt ihr das an. Und da sie leichter formuliert ist, rutscht sie leichter in die Falten. Sie verursacht ein Jucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Foundation ist oder ob ich allgemein gerade einen Juckreiz habe. Ich gehe mal in die Vergrößerung.
Wow. Wenn ich die jetzt so in der Vergrößerung sehe, ihr könnt es nicht sehen, aber sie hat einen tollen Glow, setzt sich leicht an der Nase ab, betont trockene Stellen. Ich bin im Moment ein bisschen erkältet, vielleicht hört ihr es auch an der Stimme und habe hier so einen trockenen Bereich an der Nase vom Schnoddern. Da setzt sie sich natürlich ab. Also habt ihr richtig, richtig, richtig trockene Haut. Würde ich vielleicht den Primer anpassen. Setzt sich weniger in den Augenfalten ab als die Essence. Ist ein sehr leichtes Tragegefühl. Sie riecht nach nichts. Die ist schön. Und das mit dem Falten müssen wir noch nacharbeiten. Gibt sich aber vielleicht auch, wenn ich pudere. Sie ist schön saftig, guckt mal. So ohne, so mit. Und das Tragegefühl ist toll. Das Jucken lässt mittlerweile auch nach, also lag es eher an mir als an der Foundation. Gut zu wissen. Wenn ich in die Vergrößerung gehe, 30-fache, dann kann ich nur sagen, wow. Wow. Die Haut hat so einen natürlichen Glow. Und ist so fein strukturiert, dass ich sagen muss, die gefällt mir richtig gut. Das war die. Die werde ich auf jeden Fall weiter testen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt probieren wir dazu noch den Concealer, obwohl ich der Meinung bin, auch den brauche ich gerade nicht. Schaut mal. Er hat wirklich gut abgedeckt. Ach so, zu der Deckkraft. Mittlere Deckkraft. Also nicht so maskenhaft wie die Essence, ne? Ohne mit. Viel gut. Viel gut. Finde ich gut. So, jetzt nehmen wir nochmal hier auch Pipette. Vermutlich brauche ich auch nur ganz wenig. Sehr, sehr flüssig. So sieht es aus. Wer übrigens meinte, ich hätte keinen Lidschattenlook heute drauf, das stimmt nicht. Habe ich nämlich. So, wow, das lässt sich toll verteilen. Das erinnert mich so ein bisschen an die One Drop Concealer, wisst ihr noch, die ich vor 2 Jahren so gehypt habe. Da brauchst du extrem wenig Produkt und hast ein super Ergebnis. Schau mal. Ich weiß nicht, ob sie ein bisschen zu gelblich für mich ist, aber ich glaube, wenn ich da jetzt Puderbronzer alles drauf habe, ist das ganz, ganz fein. Also ich muss ehrlich sagen, Hut ab, Rivaldo. Beides feine Produkte, die ich in jedem Fall weiter benutzen werde. Endgültiges Resümee hört ihr am Ende des Videos, klar, ne? Aber die ist so schön, die lässt sich so toll tragen. Man spürt überhaupt nicht, dass man was auf der Haut hat, sondern eher so, als hätte ich noch eine zusätzliche Hautpflege. Also gut genährt, schön feucht, mit Glanz, aber nicht zu viel. Also mein eigener Hautglanz kommt durch. Da wäre es jetzt abzuwarten, die mit verschiedenen Concealern zu testen. Aber die macht einen großartigen Job. Weg ist er. Da ist sie. So, ein letztes Mal. Primer. Jetzt juckt die Nase schon wieder. Ich weiß nicht, was das immer ist. Wahrscheinlich ist meine Haut gar nicht mehr gewohnt, so viel zu tragen, weil. Es ist echt erstaunlich, wie wenig Make-up ich zurzeit verwende, beziehungsweise verbrauche. Also die Produkte, wenn das so weitergeht, werden, müssen die Firmen sich darauf einstellen, dass die Haltbarkeit länger ist. Weil die Leute können gar nicht kaufen. Doch können sie, aber nicht verbrauchen. So, repariert. Jetzt kommen wir zur Miracle Second Skin. Da bin ich sehr gespannt. Mir das zusagt, das ist Max Factor, macht ja nichts, ne? Finde ich ja generell nicht schlecht. Packen wir hier mal was drauf, das nehmen wir auch nicht so viel. Und ihr seht, sehr fest, sehr fest. So, ne? Gehen wir mal los. So, Farbe, zweitrangig.
Ich hole euch gleich ran. Jetzt habe ich wieder katschige Finger. Vergesst das immer. Weil ich filme ja mit dem Handy. Und dann muss ich immer auf den Monitor krapschen, um euch größer zu machen. Dann mache ich lieber gleich mit sauberen Händen. Sauber machen. So sieht das jetzt schon mal von vorne aus, ohne mit. Finger sauber, jetzt kommt ihr näher ran. Achtung. Ja, da ist er. Also ich habe jetzt noch kein Ergebnis gesehen. Ihr seht das jetzt vor mir. So sieht das aus. Normal, also ohne irgendwas mit. Von Weitem gefällt sie mir gut. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in Vergrößerung mit Spiegel an. Ne? Uiuiuiui. Auch da habe ich wieder zu viel verwendet. Ah gut, das war jetzt ein halbes Gesicht. So. Oh, die setzt sich ab. Die bildet Röllchen. Ach nee, Leute. Nee. Ich habe überall hier Röllchen. Mal gucken, ob ich sie jetzt. Warte mal, ich hole euch noch mal ran. Jetzt hole ich euch wirklich nah ran. Hier unten habe ich Röllchen. Hier in der Lippe habe ich Röllchen. Hier unten, guck mal. Kannst du das sehen? Nee. Also hier in dem Bereich. Sieht sie richtig gut aus. Doch, 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 doch. In der Nase in allen Falten abgesetzt. Die bildet Röllchen, die kann ich abtragen. Entweder war der Primer jetzt doof dazu. Wirklich? Dass sich das beides jetzt nicht miteinander verträgt. Aber das Ergebnis ist jetzt nicht so überzeugend bei mir jetzt. Ich weiß ja nicht, wer von euch hat die denn, dass ihr mir da mal sagt, wie ihr damit zufrieden seid, weil schade, ne? Weil die liegt mit Sicherheit bei mir in der Schublade. Wenn ihr die mögt und haben möchtet, die ist jetzt einmal, habt ihr gesehen, ich war nicht mit den Fingern da dran oder irgendwas. Wenn ihr die haben wollt, sagt mir bitte Bescheid. Genauso wie die. Die beiden verschenke ich, also sagt mir Bescheid, wenn ihr die haben möchtet, schreibt mir eine Mail, ich schicke sie euch. Weil ich will nichts mehr bei mir haben, was nicht zu mir passt. Da habe ich übrigens noch was. Moment. Molly. Meldet sich selten, aber jetzt meldet sie sich. Wahrscheinlich steht der Postbote vor der Tür. Ich habe gesagt, ich benutze keinen L'Oreal mehr. Ich habe auch von ihr einen L'Oreal Concealer geschickt bekommen, den ich nicht behalten möchte. Wenn ihr den wollt, auch Bescheid sagen. Schenke ich euch. Also diese drei Sachen, wie gesagt, sagt Bescheid, weil den benutze ich auf keinen Fall. Ja. Nö. Aber wir haben ja noch einen Concealer, ne? Und zwar den von Catrice. Den möchte ich mal ausprobieren. Das ist eine ganz witzige Verpackung. Da habt ihr hier vorne so ein. Und der war noch ganz neu, weil es hat ewig gedauert, bis da ein Produkt rauskam. Da ist es. Guck. Und das trage ich mir jetzt noch auf. Und dann können wir da auch gleich mal gucken. Sehr hell, was manchmal ja nicht schlecht ist. Ihr wisst, ich packe den nicht auf meine Tränensäcke, ne, sondern mehr hier unten und im Augeninnenwinkel. Hier hinten, da ich aber schon meine Augen geschminkt habe für euch, kann ich das jetzt nicht so großzügig verteilen, wie ich das sonst tue. Macht einen sehr guten Job.
Warte, ich gucke mal in die Vergrößerung mit Brille. Ja, mit Brille ist doof, sehe ich ja nicht, ne? Wow. Wow. Der sitzt fein, Leute. Ich habe bis jetzt, na, warte mal, ich mach mal Kniepel, Kniepel. Extrem. Nö, der setzt sich nicht ab. Der setzt sich wirklich nicht ab. Guck dir das an. Der ist fein. Den behalte ich in jedem Fall. Ja, 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 ja. Schau. So, und jetzt machen wir zum Schluss noch einmal das Spray. Wollte ich zwar jedes Mal, aber ist ja blöd. Ohne Puder braucht man auch keinen Spray. So, machen wir trotzdem mal. Das riecht, aber angenehm. Ach ja. Sehr glowy. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Spray, Fixing Spray, Puder und Foundation gut miteinander verbindet. Sieht schön aus, schön glowy. Ja, ihr Lieben. Guck mal, da haben wir es tatsächlich geschafft, das Video, ne? So, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Doch ehrlich, weil es hat mir auch einiges gebracht. Und das Ergebnis, das Finish, ist wirklich schön. Auch wenn sich bei mir die Foundation abgerollt hat, ist das Ergebnis hier und im Augenbereich und überhaupt toll. Nur im Mund rum passt es bei mir nicht, aber okay, ich habe auch extreme Falten am Mund. Doch, aber es ist ein schönes Ergebnis. So, jetzt Resümee. Auf jeden Fall Gewinner, Rival de Loop, auf jeden Fall. Schöne Sachen, beides. Werde ich weiter benutzen. Noch einen Gewinner haben wir, Catrice. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich nicht, ich habe den schon so oft in Videos gesehen. Ich habe gedacht, oh, der ist bestimmt trocken. Weil man denkt ja immer so, Drogerieprodukte sind halt auf der trockenen Seite. Aber nein, guck ihn dir an. Der ist klasse. Das Spray, empfehlenswert. Bei der zweiten Betrachtung schön. Aber ich habe so viele Produkte in Benutzung, dass ich die jetzt trotzdem verschenke. Aber doch. Mit, also zweiter Platz, auf jeden Fall, verschenke ich. Das verschenke ich von L'Oreal, also das war ein Concealer. Und die Essence Pretty Natural, die kann ich mir gut bei jemandem vorstellen, der etwas zu Öligkeit neigende Haut hat. Weil bei mir war sie zu fest, also sie hatte eine sehr feste Konsistenz. Das ist jetzt aber auch eine Geschmackssache, weil ich bin jemand, ich mag es eher flüssig. Also diese Leichtigkeit auf der Haut, nicht dieses Gefühl von, puh, versteht ihr, was ich meine? Und darum verschenke ich dir auch die Essence Pretty Natural in dem Ton 30. Ich gucke nochmal, was die Miracles, das war 02 Fair Light. Das SPF drin, vergesst das nicht. Und der Concealer, Eye Cream in a Concealer, 0,5 Hyaluron, ist also Hyaluronsäure drin. Der hat diesen Farbton. Warte, einmal. Also praktisch meine Hautfarbe, etwas heller. Ach, hier steht es auch. Ivory Beige. So, wisst ihr Bescheid. Also ihr könnt Dinge bekommen. Ihr könnt mir mal sagen, welches Produkt euch am besten auf meiner Haut gefallen hat. Und denkt dran, ne, was bei mir so funktioniert, muss bei euch so nicht funktionieren. Das ist ja immer das Drama. Jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter weg, damit wir wieder normal aussehen. So. Ja, ich freue mich über diesen Test. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar, beantwortet die Frage, wenn ihr Bock habt, weil das hat schon Sinn und Zweck. Erkläre ich aber im nächsten Video oder übernächsten, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oh Gott, Gott, Gott. Ja, nee, aber das hat richtig Spaß gemacht und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, euch geht es gut und bleibt gesund und danke für euren Support, eure Aufmerksamkeit und eure Liebe. Tschüss.